Der Rhein-Erft-Kreis verabschiedet in den nächsten Tagen seinen Kreishaushalt. Warum ist das für alle so wichtig? Der Kreis hat aktuell in der Rücklage fast 120 Millionen Euro. Die Rücklage, das ist das Sparbuch des Kreises, wo in den letzten Jahren das Geld, was die Städte an den Kreis bezahlt haben, aber auch Geld, was der Bund zur Unterstützung der Kommunen in den letzten Jahren zusätzlich gegeben hat, angespart worden ist. Und jetzt will der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Herr Rock von der CDU, noch mehr Geld von den Kommunen einsammeln. Also entgegen der ursprünglichen Planung jetzt deutlich mehr Geld von den Kommunen für die Finanzierung des Kreises ausgeben. Wir als SPD sagen nein, wir wollen den Kreisumlagensatz bei 31% deckeln und damit im Gegensatz zum Landrat deutlich absenken und damit die Städte im Rhein-Erft-Kreis entlasten. Denn die Städte im Kreis haben kein so dick gefülltes Sparbuch wie der Kreis, sondern sind im Haushaltssicherungskonzept oder in Nothaushalten, die diskutieren darüber, ob Büchereien oder Schwimmbäder kürzere Öffnungszeiten haben, ob noch 500 Euro Zuschuss für den Sportverein oder die soziale Initiative gegeben werden kann. In dieser Situation sagen wir möchten gerne die Städte im Rhein-Erft-Kreis entlasten und damit sind wir der Meinung auch aller Bürgermeister.